Moin Moin hier jetzt von Banks Games zu einem neuen Video. Wir befinden uns in Asgard jetzt und ich wollte euch zeigen, wo man die beiden Reichtümer in Ivaldes Schmiede finden kann in Asgard. Die beiden befinden sich hier. Hier ist dieser große Turm und hier befinden sich die beiden Reichtümer. Den einen habe ich schon eingesammelt, kann ich den trotzdem zeigen. Den zweiten will ich euch auch zeigen. Der ist ein wenig schwieriger zu finden, deshalb mache ich dieses Video. So, ich befinde mich auf dem Turm. Ihr müsst erstmal diesen mega geilen Sprung machen. Den habe ich mit Absicht noch mit einbezogen ins Video, weil ich ihn einfach nice finde. Und genau, dann müsst ihr euch nach links begeben. Und um zu Ivaldis Schmiede zu kommen, müsst ihr einfach nur hier diesen kleinen Hügel rauf. Und hier ist so ein kleiner Eingang. Da müsst ihr euch dann runterhangeln. Am besten so Schritt für Schritt runter. Zack, jetzt seid ihr hier oben drauf. Und jetzt könnt ihr euch noch einmal fallen lassen ins Wasser. Mega nice auf jeden Fall. So, die erste Location des ersten Schatzes, des ersten Reichtums, befindet sich hier. Müsst ihr einfach nur reinrutschen und hinter dieser Flagge oder was das ist. Und da befindet sich dann der erste Schatz. Dann müsst ihr wieder zurück. Hier raus und nach oben gucken, weil dort, warte, ich kletter mal kurz nochmal hier hoch, weil dort oben befindet sich eine Leiter, die müsst ihr runterschießen, habe ich in dem Fall schon gemacht. Und wenn ihr die Leiter runtergeschossen habt, ist der Rest des Weges eigentlich ziemlich einfach. Einfach hier links hoch, die Treppe hinauf, immer weiter hoch, im Kreis laufen. Eigentlich nur noch so ein bisschen Parkour, weil der Schatz, der ist ein wenig versteckt und den kann man nur kriegen, halt auch, wenn man diese Leiter runtergeschossen hat. Dann müsst ihr hier rüber springen, auf die Leiter hoch. Ich kenn das ja, es ist zwar relativ einfach, aber es gibt ja immer mal Momente, wo man ein paar Aussetzer hat und nicht weiß, wie man weiterkommt. Und hier befindet sich der zweite Schatz, das zweite Reichtum. Und den werde ich jetzt plündern. Zack, und beende hiermit das Video. Und wir haben einen neuen Tränenstein erworben. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.